wir haben hier eine, jetzt draußen regnet erstmal nur von innen, eine Jeannot Sun Odyssey 30i, 9 Meter lang, Baujahr 2013. Glaube ich, der Erstbesitzer. Eigentlich eine relativ klassische Aufteilung für so kleine Yachten. Vorne das V-Berth. Dann haben wir da ein bisschen Licht, ein bisschen Strom, ein bisschen um die Ecke. Unten ist ein Wassertank und noch ein, zwei Shops, wo man ganz viele Sachen lassen kann. Salon, haben wir auf der Steuerbordkoje Wassertank und ganz viel Bier gebunkert. Für Backbordkoje Wasser, Cola und ein klein bisschen Essen. Teilweise ist unter den Bodenbrettern auch noch was zu finden. Das ist das Bad. Ja, klassisch, Pump-WC, aber geschlossene Kabine. Regenjacke, ganz wichtig, habe ich mir gebastelt hier. Ein Moskitonetz für Niedergang. Ja, Navi-Ecke, nothing special. Notebook, diverse Kameras. AIS-Transponder habe ich. Vernünftiges Seefunkgerät. Dafür ein bisschen spartanisches GPS. Aber der AIS-Transponder bringt den eigenen mit sich. Ja, Pantry, Kühlschrank, Kocher, Schub. Und hinten nochmal quer nochmal die eigene Koje mit einem Doppelbett. So. Nachdem wir gestern uns die Innereien von Sevi angeschaut haben und mir es im Hafen zu peinlich war, draußen rumzulaufen und alles lautstark zu kommentieren, was mein Boot alles so hat, mache ich es doch jetzt lieber auf See, auch wenn es hier gerade ein bisschen schaukelig ist. Gut, Besegelung ganz einfach, Standard Fock, Standard groß, und ich habe mir einen Gennaker gegönnt mit einem Bergeschlauch. Den konnte ich heute gut gebrauchen, nur leider nicht lang genug. Gut, vorne ist nichts Spezielles, da habe ich übrigens noch ein Brettchen, jetzt gar nicht dran, was ich einhaken kann, um besser auf die Marina zu hocken. Dann haben wir jetzt hier die Ankerkiste. Da habe ich die Ersatzgasbuddel erstmal geparkt. Mein 10 Kilo Cobra 2 Anker mit 30 Meter Kette und 30 Meter Seil. Und dann noch ein 10 Kilo oder 8 Kilo, nee, ein 8 Kilo Klappdragen mit 30 Meter Leine. Da soll mein Heckanker werden. Genau, ansonsten habe ich eine Ankerwinde und ein Bedienteil, um das alles die Kette hoch und runter zu fahren. Boing. Das müsste auch mal sauber gemacht werden. Gut. Vorne ist, glaube ich, nicht viel weiter zu berichten. Das ist ein Mast. Zwei gefeilte Saarlinge. Ah ja, da oben sieht man noch, ganz interessant, der passive Radarreflektor. Triple bla bla bla, weiß ich nicht mehr. Drei Lüneburg-Linsen, RCS 4 Quadratmeter. Haben wir schon ausprobiert auf dem Radar, lässt sich sehr gut sehen. Wo ich gerade stolper, dann habe ich ein Teleskop, Baum für einen Gennaker zum Ausstellen. Und ich habe mir letztes Jahr gekauft einen festen Baum, um die Fock auszustellen. Hat genau die Länge, dass man die Fock komplett einholen kann. Hier habe ich mir noch ein paar Ösen draufgebaut, um das Dinghy oder jetzt hier in diesem Fall das Sub verschnüren zu können. Drin ist ja eindeutig nicht genügend Platz. Ja, was wir hier schon sehen, das ist die Bimini. Dieses Jahr wird sie wohl nicht gebraucht werden. Letztes Jahr war sie ganz wichtig. Dann haben wir hier oben, ein Solarpanel. Relativ wichtig. 100 Watt oder 100 BPA. Dann haben wir hier noch eine Seefunkantenne und eine GPS-Antenne auf dem Antennenmast. Hinten eine Bergeschlaufe und meine Benzinpumpe. Ja, und das richtig Spannende ist jetzt das hier. Das, was jetzt hochgeklappt ist mit dem Propeller, das ist ein Wassergenerator. Den lasse ich runter, dann mache ich bei 5 Knoten Fahrt ungefähr 8 Ampere. Bei 6 Knoten sind es dann schon 12 und bei 7 Knoten soll ich den dann schon wieder rausnehmen, sagt der Hersteller, weil meine Konstruktion sonst Gefahr läuft abzubrennen. Das andere Spannende hier ist der Windpilot Pazifik. Den habe ich auch schon diese Tour einmal erfolgreich gut gebrauchen können. Gut, ansonsten haben wir hier Sprayhood, da ist die Windfahne, Instrumente und Kompass,
Und hier habe ich jetzt auch sehr hilfreich gewesen bis jetzt. Android-Tablet und oben CPN und diverse Seekarten. Ja, die Sprayhood finden immer alle doof. Ja, hübsch geht bestimmt anders. Aber ich kann links und rechts komplett dran vorbeilaufen, um das groß aufzutuchen. Das kann ich mit einer großen Sprayhood nicht. Wenn ich sie nicht haben will, klappe ich sie weg. Aber jetzt bei der Kälte und vor allen Dingen auch bei dem ganzen Niesel und sowas. Ich habe gerade nicht eingegangen, eine Bank da unten, da kann ich mich raufsetzen und rausgucken. Und ich bin geschützt vor Wind und Regen. Und wenn es regnet, fliegt auch nichts in den Niedergang rein. Ne? Vorne kann ich noch, habe ich jetzt auch gerade richtig dran, eine Plane noch vorhängen. Funktional, absolut. Auch für meine Vorstellung perfekt. Gut, das war meine 7-Eleven vom Deck aus. Timo bat mich doch nochmal meine Seekoje zu erklären. Unten habe ich ein Brettchen, was quasi an diesem waagerechten Brett mit Scharnieren dranhängt. Das kann ich hier mit einer Leine hochziehen, die Leine loslassen, dann klappen drei Bretter senkrecht nach unten und das Ganze ist stabil. Dann habe ich mir ein Polster machen lassen, Kaltschaumstoff und beziehen lassen. Das Beziehen war natürlich weitaus das teuerste. So. Guck mal. Das erste Brett nicht gesehen. So, und dann kann man sich hier schon hinlegen. Kann auch bei Seegang sich hier gegenlegen oder dagegen lehnen. So ist das gedacht. Oder auch eben als fünfte Koje. Wird leider nicht ganz 2 Meter. Ein bisschen knapp für mich. Gut. Und genauso einfach ist denn jetzt wieder hier. Jetzt ziehe ich am Band. Damit ziehe ich alle drei Platten hoch. Zack. Weg ist es. Nachteil hat es, wenn man unter ran will. Das ist ein bisschen komplizierter geworden. Da muss man quasi jetzt die Polster wegnehmen. Aber auch dann habe ich hier mein Band, lasse ich das Ganze hoch, klappe das hoch, habe hier eine Öse eingehakt. Man sieht hier auch die drei Blätter, Bretter. Und man sieht jetzt meine Schnapsreserven hier. Was Timo auch noch wollte, was ich euch zeigen soll, ist meine Folie vom Niedergang. Und zwar ist normalerweise eine schwere Plexiglasplatte davor. Das ist aber beim Segeln, wenn es regnet, nicht so ganz günstig. Ich habe eine schwere Tischfolie genommen, ausgeschnitten und oben ein Hölzchen draufgeschraubt. Und das verkeilt sich dann, weil das leicht komisch zulaufend ist, in den Aluprofil. Fertig. Dann kann man hier die Klappe hochziehen und weggehen. Und es bleibt trocken drin. Das kann man auch beim Segeln machen. Wenn man das nicht braucht, das Ding, ist es relativ easy. Ich hoffe, ich kriege das einhändig mal hin. Oben hier rauf, zack, weg. Was auch, Timo wollte es nochmal zeigen, ist meine kleine Sitzbank. Die hat hier ein Profil, also kein Profil, hat eine Leiste, die in das Profil geht. Rein, kann ich wegrutschen. Und hat eine feste, massive Stütze. Das waren die Reste von einem Tischbein. So kann ich hier wunderprächtig sitzen. Und ich kann nach oben, ich sitze unter der Sprayhood. Vorne rausschauen, was da so passiert. Trocken und windgeschützt. Was auch noch zu kurz gekommen ist, ist der Marina Hopper. Das Kunststoffteil. Man macht sich immer lustig über mich, weil ich, glaube ich, vom ehemaligen Arbeitskollegen gerne mit Frühstücksbrettchen arbeite. So, jetzt könnte der Anker da rauf, wenn ich ankern will. Aber wenn ich nicht ankern will, sondern in der Marina bin,
Hier wird dieses Teil aufgelegt. Ich habe hier noch Bändchen zum Feststellen, damit es nicht verloren geht. Und dann können klein und groß auch barfuß rüber.